und weitergesprungen. Er ist kurz online. Wir sehen eine untertexturierte Tür, wo drunter steht CC. Es handelt sich um eine Zahnmär der alten Agonia, die mittlerweile aber nicht mehr von Agonien, sondern Naga bewohnt sind, was quasi irgendwie Agonia Plus sind, neben der Tatsache, dass sie anscheinend nicht so die nettesten Kollegen sind. Drinnen werden wir wahrscheinlich einen finsteren Götzen eines uralten Gottes finden, oder. Sputet euch! Sie müssen tiefer drin noch mehr Rituale durchführen. Und da drin sehen wir vor allen Dingen eingestürzte Decken. Obwohl das ja auch wieder ein schönes Bild ist, ne? Also so diese ganzen Löcher in links von der Beleuchtung her. Das wird ja besser. Es muss einige Orte sehen auch hier aus. Ich zeige euch die Schuppe der Dankbarkeit. Gut. Die Sulxan werden sie nicht erwischen. Ach so, wenn sie einfach hier raus sind, aber die schon raus. Was genau ist das da für eine komische... Ach, das ist eine Schlange. Also das Ding da in der Mitte. Na gut. Schön. Na gut, dann machen wir uns weiter auf den Weg. Okay, das da ist wahrscheinlich einer von diesen Zahnen, die uns auf keinen Fall erwischen werden. Nehme ich mal an. Verdammt. Das war einfach. Naja, total. Deswegen ist es sehr interessant, dass ich das, dass ich zwar alles machen kann, wenn das Interface ausgeblendet ist, ich aber nicht looten kann, obwohl ich genau die Taste kenne. Also R, wie alles looten. Ist ja nicht so dicht. Oh, Voriplasma. Ich liebe ja Voriplasma. Angriff! Obwohl ich mich gerade wirklich frage, wie man genau eigentlich ohne Magie Voriplasma besiegen möchte. Meine Haustür, da prügelst du mit einer Fackel so lange auf den Schleimbatzen ein, bis er halt irgendwann mal down ist, oder? Was genau ist der Plan? Weil ich kann mir das halt irgendwie gerade ganz schlecht vorstellen. Wir haben Magie. Natürlich, hier kannst du so einen Schleimhaufen irgendwie verbrennen und ihn irgendwie halt seine innere Konsistenz zerstören und irgendwie es auseinandertreiben. Und keine Ahnung, wie man so ein Plasma halt tötet. Das funktioniert halt ja irgendwie, ne? Ich glaube, das da vorne ist eine Sackgasse. Finden wir da vielleicht irgendeinen lustigen Bossmob oder so. Wir entdecken ein weiteres Voriplasma. Oh. Oh, ich hätte gerade kurz gehofft, ich kriege hier so einen agonischen Titan. So ein Naga-Vieh, nur als Voriplasma entgegengeworfen, aber. Das ist anscheinend enttäuschend. Okay, gut, der Raum hier hat einfach gar nichts zu bieten. Das ist wahrscheinlich eine andere Tür, oder? Warte mal, ist das. Ich hoffe, das ist eine Tür mit Rückkehr. Achso, das wäre der Zweiteingang gewesen, oder? Das ist ein Raum, wo ich später gekommen bin. Ich muss rein. Ich brauche leider genau die andere Seite, weil da müsste dann nämlich irgendwo meine Himmelsscherbe liegen. Und hinter der bin ich auf jeden Fall noch, ja. Nicht, dass ich die Punkte bräuchte. Vervollständigen und so. Naja, alle zum Zahl. Wie heißen die? Zulzahn. Giftschütze. Das ist eigentlich auch total egal, die Typen, ne? Die können hier versauern. Obwohl es wahrscheinlich für die Allgemeinheit besser wäre. Weil wenn die wirklich so abgrundtief böse und mies sind und einmal die Leute entführen und so weiter und so fort, dann wäre es natürlich eigentlich für die Gesellschaft wäre dann das Beste, wenn ich jeden einzelnen, also wäre jeder Sulzahn, den ich dann tatsächlich aus dem Fluff des Lebens, aus der Zuckerwatte des Lebens befreien würde, wäre ein Rasiermesser weniger in ihm in der Zuckermatte. So, dann mal da hinten ist aber nochmal genau der symmetrisch gleiche Raum. Dann gehen wir da nochmal rüber und gucken mal, ob da mich die Tür jetzt zu meiner Himmelsscheibe führt. Ja, eine Bodenfalle. Lustige Pflanzen. Typen, die auf Bänken sind. Das Vergessen soll euch holen. Ja, das ist tatsächlich denn ihr Plan. Also im Fall der Zulzahn würden die wahrscheinlich sogar sagen, ja, wollen wir. Das hört sich gut an. Mach mal. Aber halt bloß nicht sofort. Die wollen ja eigentlich alle anderen Leute auch noch mitnehmen. Warum eigentlich auch immer? Also richtig... Hurra! Hurra. So richtig im Detail erklärt ist die Philosophie der Sulzahn ja eher nicht, ne? Aber es ist vielleicht für einen Außenseiter dann auch eher irgendwie schwierig. So, Sensei. Oh, das hat nicht geklappt, weil ich angegriffen wurde. Von diesem Champion, wo kommt die denn her? Wie kommt die jetzt da hinten hin? Hat was denn die Fähigkeit, Leute durch die... Oh, jetzt hab ich schon wieder so ein komisches... Werde ich von was angegriffen? Nee. Ich mag das übrigens nicht, dass man Tür nicht benutzen kann, wenn man angegriffen wird. So, wir sind jetzt wo? Ah ja, hervorragend. Ich glaube, ich... Ja, genau, hier vorne ist es. Haha! Ich habe das ganz allein gefunden. Das war nicht ausgeschildert. Ich bin so ein Held. Ja. Was ich gerade sagen wollte... Ach ja, genau, die Naga sehen jetzt aber... Also bis auf den Behemotten hier... Ja, die Behemotten, genau. Die Behemotten, die mir die Kleider zerfressen, sehen die nicht... Dolle anders aus, ne? Also die sehen jetzt nicht wirklich größer und stärker aus. Ich glaube, das ist ein Gerücht, was die in die Welt gesetzt haben, die Typens. Ja, 45 XP für Bastian Halex. Schön.
Das könnte ja so sein wie bei den, wie beim 13. Krieger. Das, man erinnert sich an einen Film von 2002 oder so. Ich habe nur altes Filmwissen, ist mir mal aufgefallen. Ich hatte neulich einen Podcast gehört, der sich mit Popkultur auseinandersetzt. Und das eine Thema war halt irgendwie die schlechtesten, die Filme mit der schlechtesten Rotten Tomato-Bewertung und so, die Talkshow-Menschen trotzdem gut fanden. Und ich glaube, der 13. Krieger war auch dabei. Und auf jeden Fall, das ist ja in so einer nördlichen Dingsbums angesiedelt. Und die Story ist ja auch, dass die irgendwie einen übernatürlichen Feind haben, oder zumindest fühlt er sich übernatürlich an, aber am Ende stellt sich heraus, dass es auch nur ganz normale Menschen sind, die halt bloß lustige Tiermasken haben, um ihre Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen, aber letztendlich sind sie auch nur menschlich. Vielleicht ist das hier bei den Zuzahn auch so. Sie tun zwar immer so und behaupten, dass sie eigentlich anders sind als der Rest und deswegen ihre Aggression damit erklären, weil die halt so fiese Sonnensänger sind anscheinend. Aber in Wirklichkeit sind das ganz normale Agunia wie alle anderen halt auch. Ein Kampf? Gut. Wir sind hier mitten in einem Verlies, mein lieber Bastian. Natürlich ist es ja ein Kampf. Wir machen quasi den ganzen Tag nichts anderes. Autsch. Die erinnern mich wirklich sehr an den Deathrot, die Viecher, ne? Oh, meine Güte. Hä, wo kommt der denn? Ich hasse das. Guck mal, diese. Wir müssen reden, wir können hier nicht irgendwelche komischen Giftschützen umhauen. Ich habe hier wichtige Sachen für dich. Ich bin immer bereit zu helfen. Ja, pass mal auf hier. Bursche. Oh, ich hab sogar schon Stiefel gefunden. Der Gegenstand der Kundengurten, ja, von mir aus. Erhöht die gewirkte Heilung um 1,8. Oh, jawohl, das ist genau das Richtige. Also, wir haben schon zwei Gegenstände des Gefährten gefunden. Wie gesagt, ich muss mal mit dem Händler reden. Das ist so. Interessant ist, die direkt in seinen Dinges liegen. Oh, da sind noch mehr Leute. Und die gucken sich das einfach nur an. Also diese vollautomatischen Schreine sind schon großartig, ne? Woanders müssen Priester noch hart arbeiten und das Opfermesser selber schwingen. Oder. Hilf mir bitte! Letzte beim Essen? Das ist ernsthaft ein Name? Kann ich mit dir reden? Die Entscheidung ist gefallen. So sei es. Halt! Vielen Dank. Seid vorsichtig, Jela. Keine Sorge, Rajbeko. Wir schon. Aha. Das war der letzte. Lasst uns reden, Big Oil. Der andere Typ hat mich doch mal Beko genannt, oder? Was wahrscheinlich die Schnellform laufen war, aber können Sie das nicht auch machen? Meine Eigeschwister sind dank euch in Sicherheit. Es liegt noch eine Aufgabe vor uns, sofern ich noch nicht die Grenzen eures Beistands erreicht habe. Wir müssen den Götzen von Xulonat vernichten, damit die Sulxan den Geist der Zerstörung nicht rufen können. Oh, und wie machen wir das? Wir müssen erst herausfinden, wo die Sulxan ihn aufbewahren. Er wird wahrscheinlich an einem schwer bewachten Ort von großer Bedeutung für sie sein. Ich bete nur, dass wir nicht zu spät kommen. Es gab hier in letzter Zeit schon so viele Tote. Und jetzt hier nach der genauen Funktionsweise von so Dingen zu fragen, ist, glaube ich, ein bisschen viel verlangt, oder? Soweit wir bisher gesehen haben, entreißen diese schrecklichen Rituale ihren Opfern offenbar die Seele. Ich glaube, die Sulxan haben eine Methode gefunden, um die gestohlenen Geister in den Götzen zu übertragen, um ihn mit Macht zu versorgen. Es ist ganz sicher finstere Magie. Ja, das ist jetzt deine Meinung, also finstere Magie. Ich finde, sie ist ein bisschen wertend bei der ganzen Geschichte. Na gut, und die Zerstörung des Götzen? Ich meine, an sich ist der Götzen ja wahrscheinlich auch nur so eine Art Schlüssel in diese Welt, oder? Das kann ich nicht sagen. Ich hoffe es. Falls sie das nicht ganz aufhalten wird, sollte es wenigstens ihre Pläne verlangsamen. Die Vernichtung des Götzen von Xulonat sollte andere zumindest davor schützen, hier festzusitzen. Das reicht mir. Gehen wir. Ja, okay, dann auf. Auf zum Atem. Oder so. Zizei. Es ist ein bisschen irritierend, dass immer die gleichen Namen stehen. Habe ich nicht neulich noch darüber gemeckert, dass die Orte immer so random Namen haben, wie die Halle des Klanges oder so. Gerade im Horrorwind bei den Dreamer-Dingern. Oh. Ich
Wenn wir noch näher kommen, sehen wir vielleicht noch mehr als nur irgendwie strahlende Laser. Der Götze! Er nimmt schon Geister auf! Ist es schlimm? Da! Der Götze von Xulunat! Wir müssen ihn vernichten! Sputet euch! Ja, warte mal. Ratschkal Jorazek. Das ist ein komplizierter Name, ist bestimmt nicht wichtig, oder? Achso, guck mal, hier liegen bereits Toten. Bald werden wir alles haben, was wir brauchen. Er sieht tatsächlich ein bisschen größer aus als der Rest, oder? Oh, sorry. Sterben die davon? Los geht's! Und die fallen direkt runter. Vernichtet den Götzen von links rum. Er hat vor allem nur ein Dödel drauf, ne? Ob er mehrere Phasen hat? Der eine Typen der Zahnmeer war ja doch relativ stark. Muss ich sagen. Also der hat so Sachen beschworen hat und der war ja relativ aufwendig gemacht. Aber warum ist eigentlich nur der Typ in der Mitte? Ah, nee, das ist der Götze wahrscheinlich, oder? Nein, ihr werdet mir diese Macht nicht. Der Spruch kam auf jeden Fall zu spät, ne? Wer sind die hier? Oh, die sind schon halb. Ach so, die sind bereits tot. Oh, das ist natürlich schade. Ich nehme mal nicht an, dass wir die Dingens hier noch wieder reinkriegen, oder? Der Götze ist zerstört. Lasst uns diesen Ort verlassen. Was passiert ist mit diesen Leuten, die hier so halb drinne waren? Ich wüsste gern trotzdem noch, was Ratsch heißt, weil das wüsste ich nicht. Weil die Dingens halt. Darf ich hier nicht abkürzen? Wenn ich jetzt hier durchrenne, muss ich ja bestimmt wieder durch alle Türen latschen, oder nicht? Weil sie hat das jetzt vorhin auch gesagt zu ihrer Eigeschwister. Jetzt hier durchlaufe. Hä? Ach so. Oh, wow. Warte mal, ich hätte übel abkürzen können. Weil ich war ja vorhin hier, ne? Ach Mensch. Das habe ich gar nicht so gesehen. Oh. Da hätte ich mir ja wirklich Weg sparen können. Naja. Also ich wäre doch einfach an der Himmelsscheibe vorbeigekommen, ohne dass ich den Weg hätte gehen müssen. So. Ich finde es immer schön, wie gut die Steine eigentlich erhalten sind. Ob die Nager sich tatsächlich darum bemühen, diese Steine noch zu erhalten? Ich meine, an sich bieten sie ja die Leere an, aber vielleicht sind sie ja trotzdem mehr daran interessiert, die Dinge zu erhalten, als die anderen. Also, ich weiß nicht richtig, ob Steine anbieten so das Richtige ist. An sich hatten die halt einfach nur eine Hochkultur, ne? Kann man nicht Hist und gleichzeitig Steine wollen? Ich meine, wir haben doch auch schon Hist mitten in so Zahnmeeren gesehen, oder nicht? Das steht aber weit draußen. Hat sie das irgendwie vor, die Anlage zu sprengen? Also das ist ganz schön wie Sicherheitsabstand. Was ist die drei sind die einzigen, die überlebt? Henry Fisch? Diese schwachflossigen Sulxan haben nicht mit euch gerechnet, was? Ich bin trocken vor Wut. Aber habt Dank für die Rettung. Oh, trocken vor Wut ist wirklich eine kreative Überlegung, eigentlich für einen Ausdruck von Agonia, oder? Wo man eigentlich vor Wut immer trocken werden könnte, ne? Wenn man halt so heiß läuft und dampft, dann ist man danach halt trocken. Das passt schon irgendwie. Woran? Ein Ei. Das wäre ein schrecklicher Ort zum Sterben gewesen. Habt Dank, dass ihr uns befreit habt. Ich freue mich so, wieder die Sonne auf meinen Schuppen zu spüren. Wissen wir wissen, warum sie letzte beim Essen heißt? Hab Dank, Big Oil. Heute bleibt es uns erspart, zur Beute zu werden. Ja, aber trotzdem wüsste ich gerne, warum die letzte beim Essen heißt. Warum sind die anderen nicht? Gut, die waren in Gefangenschaften. Sie hat noch ihre normale Aus, wahrscheinlich. Brutwürdige Gefühle für euch, tapfere Kriegerin. Ihr habt nicht nur meinen Stamm gerettet, sondern wurdet auch ein wahrer Wirbelsturm, der die bösen Wurzeln der Sulxan hier ausgerissen hat. Damit habt ihr noch viel mehr Unschuldige gerettet. Ja, seid ihr jetzt sicher? Ich meine, hier mitten im Sulxan-Gebiet ist man wahrscheinlich nie sicher, oder? Ja, dank euch. Die Sulxan an diesem Ort werden ohne ihren Götzen verdorren. Und meine Freunde sind aus ihren Klauen befreit. Durch eure Taten wurden wir und wahrscheinlich auch noch viele andere gerettet. Nehmt dies, Big Oil, mit unserem Dank. Gut, dann haben wir den heilensgärende Zulzahn. Diese Klinge ist zwar aus Stein gefertigt, aber so geschliffen, dass sie feinsten Stahl gleichkommt. Dieser Dolch erlegte schon viele Opfer in der Zahnmeer von Zizei. Gut.
Was ihr für uns und andere wie uns getan habt, wird nicht vergessen werden. Wir werden uns hier ausruhen, bis die anderen wieder bei Kräften sind. Ihr seid eingeladen, euch mit uns zu suhlen, wenn ihr das möchtet. Suhlen, okay. Was macht genau machst du jetzt hier? Eine ausgezeichnete Frage. Das Gras biegt sich im Wind, aber wir geben nicht so leicht nach. Es wird eine Weile dauern, bis wir uns erholt haben. Doch ihr habt dabei geholfen, dafür zu sorgen, dass wir nicht von diesem Ort fliehen müssen. Falls die Sulxan in Zukunft noch einmal versuchen, uns zu jagen, werden wir bereit sein. Oh, und was passiert mit den Sulxan hier vor Ort? Ich meine, letztendlich fehlt ihnen jetzt so ein bisschen der Fokuspunkt, ne? Und wir haben hier irgendwas im Priester umgebracht. Als Ganzes? Das vermag ich nicht zu sagen. Die Gruppe, die Xizai bewohnte, wird sich aber in die Schatten zurückziehen, um jene Macht neu anzufachen, die ihr ihren Klauen entrissen habt. Ihre Grausamkeiten mögen vielleicht noch nicht ihr Ende gefunden haben, doch zumindest wurden sie unterbrochen. Gut, ich meine, euch insbesondere, wo kam die nochmal genau her hier? Dann werden wir bereit für sie sein, Big Oyel. Diesmal wurden wir überrumpelt, wie ein Schwarm Bremsen, der die klebrige Zunge des Froschs nicht wahrnimmt. Beim nächsten Mal werden wir uns nicht so leicht zur Beute machen lassen. Eure Großzügigkeit wird nicht verschwendet gewesen sein. Gut, dann schön. Gut. Schön. Gut, da haben wir das ja auch geschafft. Dann kommen wir hier langsam. Wir kommen langsam, aber sicher Evelyn näher. Und wir sind. Verdammt, das noch ein Quest hat. Also, ich sehe irgendwie nicht, dass. Also, immerhin schön, dass unser Hauptquest nicht so weitergeht. Oh. Ist das Vieh gerade von meiner Nase verbrannt? Mist. Elf Sicario. Leute geben mir einen guten Namen. Na gut, dann ist es hier wahrscheinlich wieder ein guter Punkt, wo ich mich vielleicht beim nächsten Mal wieder einloggen kann. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir das. Warte mal. Nein, ihr habt das Tor auseinandergefallen. Nun kann ich eure Welt verwüsten. Okay, er klingt wie der Ober. Kommt, Sterbliche. Das könnte amüsant sein. Er klingt wie ein Bösewicht in einer Fernsehshow, die für Sechsjährige ausgerichtet ist. Und ja, Sechsjährige nicht. Das ist vor allen Dingen Sechsjährige Jungs und nicht Mädchen, weil das ist halt irgendwie. Das die viel klüger als das. Ich werde hier trotzdem eiskalt sterben, weil dieser andere Typ hier einfach nur in sein Inventar rumfuchtelt, während ich hier versuche, mein Bestes zu tun. Nutzlose Flegel. Stärkt und verleiht mir eure Stärke. Also, diese Weltenbosse schaffe ich definitiv nicht alleine. Das weiß ich. Das ist Weltenboss, das ist ja kein Weltenboss, aber. Das, die sind dann doch ein bisschen zu heavy für mich. Diener Dagons. Mehr AOE. Wenn ihr euch nicht auf Magie verlassen könnt, dann wechselt eure Strategie. Was? Ich habe keine andere Strategie. Alter, ich bin mit Elementarmagierin seit Tausenden von Folgen. Ich kann nichts anderes. Außerdem hat Magie bis jetzt immer funktioniert. Ich meine, das ist, wenn du ein Hammer bist, das wird jedes Problem zum Nageln, ne? Ne, halt, warte. Egal. Ich werde sterben. Ich will nicht sterben. Zu sterben. Oh. Wahrscheinlich mein Fall. Er ist ganz schön resistent, der gute Grandmaster der Vorbote, ne? Kann man den eigentlich irgendwie rausfokussen? Ich kann doch nicht. Doch, ich kann blocken. Cool. Also, das ist ein ganz schönes Effektgewitter, was der raus ist. Immer nicht. Oh, fuck, bin draußen tot. Ich brauche ein Ziel, irgendwas, was ich. Der hat hier Portale, warte mal, die kann man bestimmt kaputt machen, ne? Ja, kann man. Das sollten wir dann vielleicht auch mal tun, weil ich glaube, sonst reißt dir der Strom an Gegner nicht ab. Alter, drei Deathwords? Ich bin weit gekommen, oder? Nein, ihr habt das Tor auseinandergefallen. Nun kann ich eure Welt verwüsten. Gerade stand hier noch ein anderer Spieler, aber anscheinend wollte mir keiner helfen. Na gut.
Das werde ich nicht noch einmal allein versuchen. Aber ich dachte eigentlich die ganze Zeit, hier war noch ein anderer Spieler, der mir mitgeholfen hat. Den bin ich jetzt gerade umso froher, dass ich so weit gekommen bin, oder? Ich meine, das lief ganz gut, würde ich sagen. Aber egal. Ich glaube, alleine kann ich das leider nicht schaffen. Aber wenn ich mache, wir sehen uns. Kühnevogt der Gluten. Achso, das sind die anderen Typen, die herumstehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heiß ist. Also, dann macht's gut, bis dann. Ciao.